das ist eigentlich ganz einfach gewesen. Meine Mutter schaut nicht so gerne shooten und wollte darum keinen Schüttler. Und Eishockey war etwas teuer. Und dann hat sie gedacht, ich ziehe mich mal ins Unihockey. Und dann hat es mir eigentlich von Anfang an gefallen. Und ja, dort ist es dann geblieben. Ich finde es einfach unglaublich toll, was es für eine schnelle Sportart ist. Du kannst wirklich in einem Spiel fast nie sicher sein mit irgendeinem Resultat. Das kann so schnell gehen, dass der Match plötzlich noch gekehrt wird. Es ist wirklich ein mega attraktives Spiel zum Schauen und zum Spielen eben genauso. Dass ich jetzt hier im Kader bin für die U19-WM, bedeutet mir persönlich recht viel. Also es war jetzt ein grosses persönliches Ziel gewesen in den letzten zwei Jahren. Ich hatte in jedem Training, jedem Match immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ja, ich will unbedingt auf Kanada arbeiten, ich will an die WM. Und von dem her ist es eigentlich eine persönliche Genugtuung, jetzt hier in diesem Kader zu sein. Aber jetzt geht es eigentlich, das Ziel sozusagen abzuhaken und jetzt ist der Fokus ganz klar auf der WM. Wir sind ganz klar eine Top-4-Nation, aber wir wollen mehr. Ich denke, dieses Jahr muss jetzt ganz klar eine Medaille her wieder. Und ich denke, wir können die Finalqualifikation schaffen und dann ist dann alles möglich. Auf dem Feld, denke ich, bin ich als Verteidiger einer, der einerseits ein bisschen Ruhe reinbringen kann, aber ich habe doch auch einen Offensivdrang. Ich bin dann manchmal schon eher ein weit vorne für einen Verteidiger. Neben dem Feld habe ich vielleicht auch ein bisschen Trauen von einem Leader. Ich sage oft etwas, ich habe es gut mit vielen Leuten hier und kann oft etwas sagen, kann meine Meinung sagen und habe das Gefühl, ich kann so das Team positiv beeinflussen. Ich mache im Moment das Sportgymnasium im Gymnasium Hofwil bei Bern und bin jetzt im zweitletzten Jahr. Mein Ziel ist sicher mal, in der Nazi A zu spielen und auch in der A-Nazi für die Schweiz.